Ab sofort bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Techboten einen neuen Service. Die Highlights der Heimspiele des TSV Weilheim in der Fußball-Landesliga. Präsentiert werden Ihnen die Highlights von WUD, dem IT-Systemhaus in Kirchheim-Ödlingen. Ich begrüße Sie heute zum Spiel des Tabellenführers TSV Weilheim gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Bei optimalen äußeren Bedingungen betreten beide Mannschaften, angeführt von der Schiedsrichterin Silke Fritz aus Abtsmünd, den Rasen des Lindachstadions. Das Team um Trainer Hübbe geht mit folgender Aufstellung ins Spiel. Im Tor Utikal, davor in der Innenverteidigung Kirschmann und Heisig, rechts Uli Kölli, links Eisenhardt, im defensiven Mittelfeld er und Kuch, auf der rechten Seite im Mittelfeld Tausch, links Parota und vorne im Sturm Kriegs und Özkaraman. Neunte Spielminute, Eckball von der linken Seite für Weilheim, der Ball wird abgewehrt, Kuch schießt aus dem Hintergrund, aber leider am Tor vorbei. 13. Spielminute, Freistoß für Leinfelden-Echterdingen, der Ball kommt in den Strafraum, ein Kopfball aber zu harmlos und am Tor vorbei, keine Gefahr für Utikal. Wir sind jetzt in der 21. Spielminute, Pass auf Özkaraman, der dringt in den 16er ein, spielt einen Gegenspieler und wird zu Fall gebracht. Die Schiedsrichterin Silke Fritz zögert keine Sekunde und zeigt auf den Punkt. Ferdi Ehr schnappt sich den Ball, nimmt nochmals Maß, läuft an und verwandelt sicher im rechten Eck. Wir befinden uns jetzt in der 31. Spielminute. Auf der linken Seite erhält Leinfelden-Echterdingen einen Freistoß zugesprochen. Silke Fritz stellt nochmal kurz die Mauer. Der Freistoß wird getreten und wird von Utikal entschärft und den Ball über die Latte gelenkt. Kurz vor der Halbzeit Eckball für Weilheim von der linken Seite. Der Ball kann abgewehrt werden, bleibt aber in Besitz der Weilheimer. Der Ball kommt nochmals in den Strafraum geflankt. Er legt den Ball zurück und Heisig vollendet zum 2:0. Halbzeitstand der Partie zwischen dem TSV Weilheim und Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:0. First Personalmanagement GmbH, die erste Wahl bei Personal. In der zweiten Halbzeit geschah zunächst auf beiden Seiten recht wenig. Es dauerte bis zur 70. Minute, als Leinfelden-Echterdingen einen Freistoß zugesprochen bekam. 35 Meter vom Tor, ein strammer Schuss, aber auch dieser geht rechts am Tor vorbei. Ein Traumtor von Emrah Polat in der 74. Spielminute aus guten Garne 20 Meter. Dann eine strittige Szene. Kai Hörsting kommt an den Ball und wird vom Torwart gefällt oder nicht.
Die Schiedsrichterin ließ weiterspielen. Trotz des 0:3 Rückstands gab der Calcio nicht auf und versuchte immer wieder nach vorne zu spielen. Hier ein schöner Angriff. Der Stürmer wird freigespielt, schießt, aber Udikal kann klären. Die 81. Spielminute, rot für einen Spieler des Calcio Leinfelden-Echtlingen wegen Meckerns. Wohlgemerkt bei einer eigenen Freistoßchance. Kurz vor Schluss eine Rückgabe auf Eisenhardt, der könnte zum 4:0 vollenden, aber leider drüber. So bleibt es beim 3:0 für den TSV Weilheim. Die Statistik zum Spiel wird Ihnen wie immer vom Deutschen Haus in Gröbingen präsentiert. Der 3:0-Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr und der TSV Weilheim stetiger Herr über die Lage im Lindach-Stadion. Auch wenn man denken könnte, dass aufgrund des ausgeglichenen Ballbesitzes und des Torschussverhältnisses hier ein Spiel auf Augenhöhe stattgefunden haben könnte,